Naja, da muss ich mal gucken. Sehe ich denn? Hä? Naja, du gehst auf die Bank-App und dann gehst du auf das Konto. Ja, ich bin schon. Ach so, da. Oh, 1020. Dann gib mir mal eben deine Kontonummer, dann schicke ich dir jetzt mal eben 1000 Dollar rüber. Warte mal. Meine Kontonummer. Das ist ja. Bist du soweit? Jo. Die 173 Ja. 426 Ja. 037. 037. 1000. Und dann Geld senden. Das geht nicht. Echt nicht? 173. Ja. Ich gehe davon aus, dass das die Kontonummer ist. Ich guck hier Sieben. nochmal. Ja, das ist die 173426. Warte, 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 jetzt bin ich ja schon wieder rausgegangen. Aber Also. vielleicht muss ich. Naja. 173 426 426 037. 037. Das ist mein Primärkonto. Genau. Und ich habe eine Deckung eigentlich drauf. 1000. Ach, vielleicht muss ich einen Verwendungszweck. Ah, ja, bestimmt. Als API-Spesen Rechnung 1. Ja, jetzt hat er was gemacht. Ja? Was? Er hat nur 1 Dollar? Was? Nein. Nee, sind 1000. Ich habe jetzt 2020 Dollar. Ey, der hat mir 1 Dollar Gebühren abgezogen. What? Das ist ja dreist. Alter Falter. So, warte, jetzt machen wir folgendermaßen. Wir schummeln ja nicht, Lady. Ich mache mir nur mal hier Gesetzbuch auf mit den Führer San Andreas Penal Code, Traffic Code. Straßenverkehrsordnung. Also innerorts 80, das wissen wir schon mal. Unfälle, fahren unter Einfluss. Fahren unter Einfluss, außer Kraft? Achso. Keine Ja, Strafe von ohne Gerichtsentzug Medikamenten und so Zeug, des ne? Führerscheins, das ist nicht wichtig. Traffic Code und dann die Straßenverkehrsordnung. Zulassung, am Fahrzeug muss ein sichtbares Kennzeichen. Kraftfahrzeuge, die auf öffentlichen Straßen müssen. Oh, hier musst du auch jeden einzelnen Lappen machen, ne? PKW 999, Motorrad 1299 und LKW 3499 Dollar. Kraftfahrzeuge, die auf den öffentlichen Straßen in Betrieb gesetzt werden sollen, müssen vom Department of Justice unverzüglich zum Verkehr zugelassen sein. Also müssen wir jetzt gleich nochmal zum DOJ und den Wagen dort auch noch anmelden, Ja, oder was? wahrscheinlich kostet es auch noch Steuern. So, wenn. Mitführpflicht ist Verbandskastenwarndreieck. Naja, gut, das ist ja Standard, ne? Ja, Helmpflicht ist Beim Motorrad. Moped, Rechtsfahrgebot, Naja, klar. Fahren der linken Straße wird mit einem Bußgeld. Geschwindigkeit, jetzt wird es innerorts 80, außerorts 180. 135. Achso, und Highway 180 Spitze. Nee, Hä? unbegrenzt. Ach, hat er uns ja angelogen. Der Taxifahrer. Ja. Ja, super. Weißt du, ist Taxifahrer und kennt sich hier nicht aus mit den Regeln. Den Rio hole ich mir noch. Rio hole ich mir. Tja. Vorfahrtsregeln, Fahrzeuge von rechts. Fahrzeuge im Fließverkehr haben den Vorrang gegenüber Fahrzeugen, die vom Nebenfahrbahn. Ja, das ist klar. Wenn an einer Kreuzung an allen Straßen ein Stoppschild steht, hat der Vorrang, der zuerst ankommt. Wer die Vorfahrt missachtet, wird. Ja, bla bla bla. Verkehrszeichen. Zu beachtende Verkehrszeichen oder Bodenmarkierungen sind Stoppzeichen, Einbahnstraßenschilder, Wendeverbot, Parkverbot, Richtungspfeile. Nicht zu beachten sind Ampeln. Und Das ist Verkehrszeichen ja mit was. Geschwindigkeit, aber die Missachtung von bla bla bla. Abbiegen. Beim Abbiegen hat man sich, wenn vorhanden, auf die dafür vorgesehene Spur einzuordnen.
Ja, halten und parken. Beim Halten müssen mindestens 2 Räder bei einem Personenkraftfahrer auf dem Bordstein stehen. Motorräder müssen rechts an der Fahrbahn gestellt werden. Wenn man hält, darf man das Fahrzeug kein Hindernis für andere Verkehrs- und bla bla. Halten, parken ist. Ja. Anschlussstellen, an Bahn übergeben, an rot gekennzeichneten Bürgersteigen. Ja, ich versuche, sonst rede ich mit dir. Ja, mal gucken, ob das dann geht. Schauen, ob das geht, genau. Wie schnell darf man innerhalb geschlossener Ortschaften fahren? Das ist hier Klicker und Collect, hätte ich mal gesagt. So, 80. Ich hoffe, das sind keine Multiple-Choice-Fragen. Doch. Naja, aber das ist schon mal in Ordnung. 80 ist geschlossene Ortschaften halt. Nächste Frage. Wie werden bei uns die Lichtsignalanlagen gehandhabt? Sie werden nicht beachtet. Richtig. So, was steht da noch? Sie werden beachtet, jedoch nur, ne? Sie werden nur für Rechtsabbieger. Nein. Weiter. Auf welcher Seite der Straße muss gefahren werden? Rechts. Ist doch Rechtsvorgebot, ja, oder? Ist er. So, wie schnell darf man außerhalb geschlossener Ortschaften fahren? 135. Bei 140 Autohaus, ist nicht, ja, genau, und 160, genau, auch nicht. Also genau. 135. So, wie schnell darf man auf dem Highway? Aha, doch nur 180. Weil ich kann nämlich 140, 160 oder 180 auswählen. Okay. Dann stimmt das mit den 180. Ey, dann hau ich dem DOJ gleich sein Gesetzbuch um die Ohren. Ja, machen wir gleich Terz da. Ja. Ein Fußgänger möchte die Straße überqueren. Wie verhalten Sie sich? Ich hupe und fahre ihn um. Ja. Ich bremse ab und ermögliche ihm so sicher die Straße zu überqueren. Der Fußgänger muss warten, denn Papa, ich bin Andy, ein Auto. Nein, vielen, ich halte natürlich an, ich bin ja nett. Ist ja auch ein Zebrastreifen, wo der draufsteht. Danke dir, willkommen bei den. Ne? Da halte ich ja wohl an. Also, ich würde das so machen eigentlich. Yep. Aber die Frage ist, der Fußgänger. Ich gehe mal davon aus, dass es wie in Deutschland ist. Halten und parken oder was? Hä? Nein, ich bremse ab und ermögliche ihm so sicher die Straße zu überqueren. Ja, sicher, wir sind Fußgänger. ja hier hervor. Naja, und ich sage, da ist ja auch ein Bild bei und der steht auf dem Zebrastreifen. Und ich sage mal, nach deutschem Recht wäre das so richtig. Naja. Sie sind auf einem Highway und Sie hören ein Fahrzeug mit Sirene. Wie verhalten Sie sich? Ich fahre auf die rechte Spur und halte, wenn nötig, an, um das Fahrzeug vorbeizulassen. Ja, ich mache auf der Stelle eine Vollbremse und bleibe stehen, bis das Fahrzeug... Nee. Auch ja? Nee, ich mache eine Vollbremsung, oder was? Ich fahre weiter, um den Verkehr nicht zu behindern. Die werden schon irgendwie vorbeikommen. Das hört sich passend an. Nein, das Erste natürlich. So. Wie verhalten Sie sich bei einem Verkehrsunfall? Ich sichere die Unfallstelle ab und rufe das SAPD, wenn nötig, das SAMS an. Was immer das jetzt auch ist. Ich fahre weiter und rufe das SAMS an. Die werden sich schon um alles kümmern. Ich fahre einfach weiter und hoffe, dass es die Person gut geht. Ich leiste erste Hilfe. Ich könnte mir vorstellen, dass das San Andreas Medicine Center oder so. Oder also Medicine, ich würde sagen, das Erste, wenn ich davon ausgehe, dass man tatsächlich das Warndreieck benutzen kann. Und das nicht nur zu Ziele im Kofferraum liegt. Naja. Dann würde ich das Erste nehmen. Ich sichere die Unfallstelle ab und rufe das SAPD, wenn nötig, das SAMS an. Ja. So, das, jetzt kommt Frage 9 von 13 übrigens, glaube ich. Okay. Es sei denn, das scrollt weiter, das weiß ich nicht. Bei einem Stoppschild muss ich nicht anhalten. Diese sind in San Andreas ungültig. Nur anhalten, wenn es nötig ist. Immer anhalten natürlich. Bam. Stoppzeichen musst du anhalten. Zu beachten, Verkehrszeichen. Musst du immer. Naja. Weiß ich doch. Naja. Wenn ein Officer mich nach meinem Führerschein fragt, muss ich ihm den nicht zeigen, denn ich bin ein freier Bürger. Ihm den selbstverständlich zeigen, damit er meine Personalien kontrollieren kann. Ihm den natürlich nicht zeigen, er darf ihn nicht einfach bei einer Verkehrskontrolle anfordern. Natürlich darf er ihn sehen. Das ist doch klar. Wer hat Vorfahrt? Muss ich mal gucken, was das denn jetzt hier wild ist. Die Ampel, die Limousine, die Ampel kann schon mal ausfallen. Was ist denn das? Ja, was ist denn da von der Limousine? Geh mal davon aus, dass das die Limousine ist, weil das Bild ist so klein. Oh, das kann man auch größer machen. So, ja, die Limousine hat Vorfahrt, die fährt geradeaus. Kriege ich das wieder weg jetzt, das Bild? Hallo? Ah ja, so. Die Limousine hat Vorfahrt. Weiter. Was ist an der Situation falsch? Macht alles richtig, denn er steht auf einem Parkplatz. Nee, gerade hier nicht. Sein Motor ist noch an, er parkt falsch. So, und zur hoffentlich letzten.
Park der LKW richtig. Das muss ich erstmal wieder vergrößern, das Bild. Schwierig zu sehen. Zwei Räder. Ja, das könnten zwei Räder auf der Straße sein. Es ist aber echt tatsächlich schwierig zu erkennen. Kein Hindernis für andere Verkehrsteilnehmer? Kein Hindernis für andere Verkehrsteilnehmer? Warte mal, ja, das ist okay, nein. Oder er muss andersherum parken. Also Fließrichtung oder was? Nö, ist die richtige Richtung eigentlich. Ich sag mal, das ist ja okay. Mal gucken, Prüfung beenden. Du hast die Prüfung im Pkw-Führerschein erfolgreich bestanden. 10 von 10 Punkten. Naja, weil ich dir geholfen habe. Ja, natürlich. Pass rein. So. Und das war's? Das war's, ja. Habe ich irgendwo den Lappen? Ja. Hat sie ihn dir zugesteckt? Habe ich gar nicht gesehen. Ja, du, das, ich glaube, so wie so eine Spielkarte, so zugeschnippt. So. So, warte mal, ist das der Führerschein? Ja, Glückwunsch, Mr. Fletcher. Ansehen. Name Terry, Vorname Fletcher, Kartennummer 95904. Darf ich mal bitte Ihren Führerschein sehen? Denn sind da die Symbole. Darf ich mal Ihren Führerschein sehen? Warte mal, PKW, LKW. Kann ich, glaube ich, gar nicht zeigen. Zeigen Sie mir mal bitte umgehend Ihren Führerschein. Natürlich. Wo war das Ding jetzt? Ich muss den kontrollieren, sonst kann ich den nicht einstellen. Kann den nur ansehen. Ach so, kannst du ihn mir geben? Nee, ich kann nur Führerschein, also ich kann mir den ansehen. Das kann ich machen. Warte mal, es gibt ja noch diese andere. Nee, das geht jetzt hier nicht, oder was? Achso. Nee, das geht nicht. Fragen Sie den ab. Ich kann dir einen Ausweis zeigen, ja. Ah, pass auf. Bitte sehr, Sir. Oh, wir können Flugführerschein machen. Ja, Hubschrauber, der ist bestimmt richtig günstig. Wobei, die bieten sie ja hier, naja gut, hier werden die wohl auch nicht anbieten. Ja, hast du den erstmal zurück? Ja, tu mir mal einen Gefallen, versuch mir mal die Autoschlüssel zu geben. Die Autoschlüssel, warte. Also ich habe auch nur einen Schlüssel. Ja. Ja. Bitte sehr. Ja, wurde mir gegeben. Ja. Ja, dann komm mal mit. Wiedersehen. Ja, dann fahren wir mal zu diesem Schlüsseldienst. Ja. Ja, warte mal, ich gebe ihn dir mal zurück. Das macht ja, das sollte ja. Ich wollte gerade sagen, wenn wir gleich kontrollieren, angemeldeten Auto, oder noch nicht ganz angemeldet, ja wahrscheinlich, wegen DOJ und so. Genau. Aber der Fahrer hat ja keinen Lappen. So, ich guck noch mal einmal kurz, wie viel Geld ich habe, weil dann zahle ich sonst auch gleich den Schlüssel. Ja, mal gucken, was so ein Schlüssel kostet. Vielleicht ist der ja auch gar nicht so teuer, sag ich mal. Weißt du? Ich habe jetzt noch 775 auf dem Konto. Was ist denn näher? Also DOJ oder Schlüsseldienst? Schlüsseldienst ist hier um die... Warte... Der Schlüsseldienst ist... Ja, sind wir dran vorbeigekommen eben, ne? Ja. Der ist... Der Schlüsseldienst ist... Ja, geht. Wann willst du dich denn hinlegen? Punkt 20 Uhr? Ja, also ich sag mal spätestens... Viertel nach, so. Ja, aber Schlüssel, dann schaffen wir erst den Schlüsseldienst und dann, dann DOJ. Ja, dann lass es los. Naja, ich warte nur auf dich. Ja, ist richtig, deswegen gehst du auch hinter mir. Aua! Scheiße, Dreck, los, hier die Feder wieder. Ja, nu. Ist ja nun mal kein Neuwagen. Ach so, das Gewerbeamt hätten wir hier. Warte mal. Ist das der Laden hier, oder wie? Ja, Gewerbe können wir auch morgen machen. Ist egal. Ja. Jetzt ist erstmal wichtiger, dass wir hier mit dem Fahrzeug ordentlich. Ja, genau. Aber die Typen hatten doch eigentlich gar nicht danach gefragt, dass wir das Fahrzeug anmelden wollen, oder? Die Zwillinge. Nö, haben sie auch nicht. Deswegen wundert mich das ja auch ein bisschen. Aber ich meinte eigentlich beim DOJ, der Typ, der eine macht doch nur die Ausweise. Genau, und der andere die Stütze. Die ja. Auch merkwürdig. Mysteriös.
Ja. Naja. Naja, sonst lässt man das einfach erstmal so und dann wird man sehen, sollte man mal tatsächlich kontrolliert werden und die stellen was fest, dann hoffe ich, machen die mal einen auf, weil neu und so, Auge zu und so. Also der Officer vorhin da, die PD-16, der war doch ganz nett. Ja, sicher. Ne? Ich weiß halt nicht, ob die alle so sind. Aber vielleicht ist er ja auch nachher so bei einer Kontrolle die harte Sau, weißt du? Ah, weiß ja, ja nicht. Klar. Aber soll er sich mal mit mir nicht anlegen, also ja, sonst nehme ich ihm den Zeugenstand auseinander. Ne? Ja, ganz klar. Na klar. Da vertraue ich dir auch ganz. Ne? So, hier rechts. Ah ja, das ist der Schlüsseldienst. Genau. Ja, hier. Lackschuh-Dieter. Ah, Locksmith. Guck mal, wir haben sogar einen Parkplatz hier. Naja, ich guck mal hier, beide. Irgendwie sind Wahlen. Übrigens genauso parkt man nicht. Hast du eben bei der Fahrprüfung gelernt, ja? Ja. Also ich sag mal so, gefühlt als einziges Auto hier in der Stadt, da kann man da einfach mal sich gehen lassen müssen. Einfach mal den Freiraum nutzen. Moin, Sir. Moin, Keule. Oh, hier geile Drehmaschine. Das ist ja praktisch, aber haben Sie auch ein... Haben Sie auch einen Preis? Das Ding habe ich mal gelernt. Naja. Sie haben, ich kann keinen Preis, sagt er mir. Er sagt mir keinen Preis. Nee. Morning. Wähle dein Auto aus. Mal gucken. Ich wähle Tornado. Das Schloss am Auto austauschen? Aha, einen Schlüssel nachmachen. Wir wollen einen Schlüssel nachmachen. Costa Quanta? Ja, wie machen Schlüssel denn, sagt er gleich. Keine Ahnung, der stellt den jetzt her. Sag mir keinen Gleich so, ja, $1,000. Ja, moin. Ja, moin. Er stellt den jetzt her, das dauert noch ein bisschen. Ja, wir rauchen mal eine. Achso, wir haben kein Feuer, ne? Ja, nee, ich könnte jetzt wahrscheinlich auch gar nicht. Also, ich denke mal, ich muss hier beibleiben. Ich stehe ja bei dir. Ich stehe dir zur Seite. Ja. Ich sag mal so... Er ist jetzt gefühlt wohl so bei 20% fertig. Dauert halt ein bisschen, ne? Ist ja auch also, ein hochwertiges Auto. Je nachdem, was Schlitz. Das kostet, würde ich sonst sogar zwei Schlüssel gleich nachmachen lassen. Ja, werde ich ja gleich sehen. Ja. Ne? Das ist natürlich ein geiles Geschäftsmodell. Du erstellst erst den Artikel und dann verlängst du die Kohle. Ja. Ja, nee, jetzt habe ich sie gebaut, ne? Ja, genau. Und vor allem personalisiert, ne? Kann ich ja nicht weiterverwenden. Material ist ja jetzt verbraucht. Genau. Das ist natürlich schon wieder was. Aber naja, lassen wir uns mal überraschen. Ich meine, es würde mich jetzt wundern, wenn es eine kostenlose Aktion der Stadt wäre. Das Schloss am Auto austauschen. So. Einen Schlüssel nachmachen. Hey Neuer, was machst du so? Ich mach Schlüssel nach. Ach ja, wie machen Schlüssel denn? Ja, also. Ja, ist ja auch eine alte Maschine da. Ist jetzt hier nicht Lasergravure oder so, ne? Ist gute Handarbeit. Na, natürlich. Na? Ja, klar. Oh, ja. Da ging die Fahrprüfung schneller. Ja, das stimmt. Also das muss ich sagen, ja. Das ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Gut. Kann natürlich sein, dass sie das vielleicht auch nochmal irgendwann ändern, ne? Dass sie irgendwann eine praktische Prüfung einführen, wenn es hier zu viele Unfälle mal gab im Laufe der Zeit, dass dann Neuankömmlinge vielleicht. Ja, auch theoretisch müssen wir zusehen, dass wir alle Führerscheine schnell durchmachen, nicht dass sie noch eine praktische Prüfung hinterher schießen nachher. Naja, eben. Ja. Ja. Ja, gut, LKW muss ich noch nicht haben. Ja, wer weiß. Ja, der kostet aber auch teuer. Der kostet aber auch teuer. Ja klar kostet er teuer. Kostet 5, 6. 3, 5 mal. So, er ist gleich fertig, der Schlüssel. Naja. Mal sehen, ob er mir einen Preis nennt. Ob ich noch ablehnen kann. Ich habe einen Schlüssel erhalten. Ich habe noch nichts von der Rechnung oder so gesehen. Ja, schau mal auf dein Konto nicht, dass er da was abgezogen hat. Ja, das werde ich auch gleich tun. Ja, jetzt gucke ich erstmal. Hat er von meinem Bargeld hat er auch nichts genommen. So.
Kontocheck, 1-2 Kontocheck. Ich, das waren, müssten jetzt, entweder waren es jetzt 100 oder 99 Dollar. Dann, ich warte mal, ich gebe dir mal den einen. Jetzt gucken wir erstmal, ob du damit, ob der funktioniert. Gucken wir erstmal. Pass mal auf. Warte mal. Handy weg. Ich gehe mal lieber ein Stück nicht, dass er noch einen Schlüssel kriegt hier. Sonst packt er, macht er noch lange Finger oder so. Ja, eben. Dann ist die Kutsche nachher weg, weißt du? Ja. So, warte mal. Kann man eigentlich sehen, welches Original ist und welches Fahrzeugschlüssel Tornado Rost? Fahrzeugschlüssel LS7. Was könnte jetzt. Ich denke mal, der mit dem Nummernschild ist, glaube ich, das Original. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich gebe dir jetzt einfach mal diesen Schlüssel. Jo. So, guck mal, ob du den aufkriegst. Und dann ist auch interessant, ob ich den auch nochmal nachmachen kann. Ja, und ob man den vor allem, ob wir den nachher einen ausparken können. Naja. Also ein Locked ist das nicht, ne? Soweit ich weiß, nicht. Warte mal, ich muss mal was gucken. Kannst du mal ausprobieren? Der Schlüssel geht. Jo. Funktioniert. Funktioniert. Ja, okay, dann haben wir das schon mal. Gut, dann mache ich mal einen Schlüssel nach. Ja. Wie Weil das Schlüssel ist natürlich weg? Auch krass, wenn du jetzt den Schlüssel jemandem gibst und der kann den einfach nachmachen. Ja, das wäre natürlich eigentlich ein bisschen übel. Aber deswegen, jetzt ist die Frage, hast du den Originalschlüssel jetzt oder habe ich den? Weil bei mir steht einfach nur Tornado Rost. Ja, aber der steht bei mir auch. Aber ich kann, aber ich kann, ja, ist scheißegal, ich kann keinen Schlüssel nachmachen. Ah, okay. Ja gut, dann mache ich noch einen. Das ist ja geil. Okay, gut. Ah ja, okay. Das weiß man ja schon mal Bescheid. Ihn nicht weitergeben. Einen machen bitte. Auto auswählen. Tornado. Ja, jetzt dauert das nochmal wieder ein bisschen, ne? Ja. Ja, was war das? Eine Minute? Zwei Minuten? Naja, schon ein bisschen länger. Naja, ja. Ja. Der ist halt auch ein bisschen eingerostet, ne? Der kriegt, hat hier nichts zu tun. Hat er einfach nicht. Hat er nicht. Ja, ist natürlich schade, dass es nur ein Zweisitzer ist, ne? Ja, aber wenn wir jetzt alle Schlüssel haben, den müsstest du mir übrigens auch geben, falls Sam nachher kommt. Das war schon der Plan, ja. Und dann sollten wir vielleicht gleich erstmal eine Garage, ich schau mal. Ja, zum Ausprobieren. Ist in der Nähe vom DOJ eine? Nee. Nicht? Nee, nicht wirklich. Okay, wir sind hier unten irgendwo im Hafen. Nee, sind wir ja auch nicht. Wir sind... Wir sind da. Ja, okay, ich habe eine ausgewählt. Mhm. Okay, also der Fahrzeuginhaber kann nur die Schlüssel. Ja. Ich meine, das macht ja eigentlich auch nur Sinn, ne? Und daher. Ja, wäre krass gewesen, wenn andere das auch hätten machen können oder so. Das wäre schon schwierig. Dann wäre dem Autodiebstahl hier Tür und Tor geöffnet, ne? Ja, auch wenn du nachher Firmenfahrzeuge hast oder so, ne? Ja, klar. Ich weiß ja nicht, ob die hier irgendwie mit Keykarten arbeiten oder so. Ja. Er ist aber sehr schweigsamer. Sehr konzentriert. Ja. Absolut. Was hat er denn hier an seinem Computer dran?
E-Mail-Programm. Irgendwelche Programme zum Fräsen oder so. Naja, CNC, ne? Obwohl er gar keine CNC-Maschine hat, ne? Doch, da hinten, links. Blaue? Ja, ich glaube schon. Und da hat er hier Tube-Porn. Was? Das ist aber, nee. Naja, gut. Also. Wahrscheinlich so, naja. So, fertig. Naja. Dann gucke ich nochmal. Upsi. Ja, nochmal, warte mal. Schlüssel. Achso, wenn du dir den Schlüssel anguckst. Ja. Steht da nur Fahrzeugschlüssel Tornado Rost und nicht LS78945 mit bei? Fahrzeugschlüssel LS78945 in Klammern Tornado Rost. Ja, so, und ich habe nämlich einen Schlüssel, da steht das nämlich nicht mit bei. Da steht wirklich nur in Klammern Tornado Rost. Und ich glaube, dass das das Original ist, habe ich das Gefühl. So, ich gebe dir den mal weiter. Nachgemacht. Ja, dann machen wir es einfach, wenn wir den nächsten Wagen holen. Probieren wir es mit dem anderen Schlüssel. Ja, ja. Na gut. Richtig. Ich tippe dir jetzt nochmal ins Navi ein. Ja. Und da ist die Garage. Warte mal, das war schon im Navi drin. Ist das die? Ja, ja, das ist die. Ja, okay. So. Keine gesehen. Sehr verwirrend, die Kreuzung. Naja. Ja, aber dann haben wir das erste große Ding ja heute geschafft, ne? In dem Sinne. Ja, das stimmt. Kann sich schon mal fortbewegen. Und ja. Nächste rechts. Geradeaus. Ach so, auf der anderen Seite. Boah, diese Verkehrsinsel mit den Palmen finde ich aber sehr geil. Ja, das stimmt. Gefällt mir auch. Erinnert auch ein bisschen vielleicht daran, dass man hier rast, ne? Ja. Hier rechts muss es gehen. Also jetzt links und dann rechts. Ja. Ah, hier, ja, ich sehe schon. Muss man da auf die Signale rauf, oder? Ja, ich denke schon. Auf der anderen Seite. Ja, ja. LKW ein Park. Gibt's ja auch, oder was? Ja. Ja, was denn, geht das so? Achso, ups. Okay. Du wohl nicht. Kannst du gleich mal gucken, ob du den einparken kannst? Ja. Namen, Sir. Wir hätten da ein Fahrzeug. Ja. Genau, einmal einparken. Genau. Komm mal aus. Ja, ja. Ja, das war jetzt. Wir wollten das nur mal kurz. Ja, ja, den Tornado wieder. Genau. Danke Ihnen vielmals. Passt rein. Ja, klasse. Das ist schon mal gut. Passt doch bestens. Ja, das ist gut. Ja, ist jetzt die Frage, willst du jetzt mit zum DOJ nochmal eben? Ja, 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 ja. Ja, ich, ne? Ja, ja, ich steig da wieder aus. Dann. Genau. Willst du mal hochfahren? Ja, das kommt das. Ja, ach. Aber dann siehst du auch gleich, was ich meine mit der Tankanzeige und ja. So, weißt du? Mal anschneiden hier.
Ach. Ach, herrlich. Der Motor will gar nicht so. Doch, der Motor will schon eigentlich. Ja. Also. Okay. Motor starten. Nee, nicht wirklich. Nicht? Nee, ach, stimmt auch. Hat auch, ja, fällt mir auch gerade ein. Das ist tatsächlich falsch. ja, also. Guck selber gerade mal. Ja, guck mal ins Handbuch. Ja, ich suche das gerade. Betriebsanleitung. Ja. Man muss die Zündung benutzen. Ja, stimmt. Genau, die Zündung war es. Richtig. Ach, wie konnte ich nur vergessen? Ich bin ja. Oh, gleich kaputt gefahren. Naja. Was? Nö, alles gut. Schöner Auto. Überhaupt nicht kaputt gefahren. Voll durchgebrochen, das ist ein gutes Stück. Ey, gar nicht. Oh, da kommt ein Motorradfahrer. Ritt ich mich jetzt nicht. Ne, jetzt siehst du auch, ne? Die Tankanzeige ja. Und so. Deswegen muss man sich wohl merken, wie viel voll ist. Wobei ich tatsächlich nicht weiß, ob die 30 Liter wirklich das Maximum waren, aber ich könnte es mir fast vorstellen. Ja, auch das teste ich dann nachher nochmal. Naja. Ich würde sonst sagen, wir machen das aber im DOJ und dann fahre ich dich tatsächlich. Oder willst du zu Fuß gehen? Scheißen Dreck, was ist denn da vorne los? Oha. Oha, oha. Solange das keine Polizeikontrolle ist, alles gut. Jo, Unfall. Das sieht aber schon ein bisschen heftiger aus. Ja, komm nicht gaffen. Nee, aber hier ist rot. Also. War das ein Übertragungswagen oder was war das? Es hatte den Anschein, ne? Aber es ist ja wohl irgendwie doch ein großes Sandfahrzeug oder so, würde ich mal eher sagen. Ja, was? Mussten sie den vor Ort operieren oder was? Ich habe keine Ahnung. Kannst du echt nicht sagen. Nee, lass. Ich werde hier bleiben. Ja, ja, ja. Dann wird man auch sehen, wie lange der Zeitwächter, sag ich schon, wie lange der Fahrzeugwächter, der Parkplatzwächter einen Zeit lässt, weißt du? Ja. Kannst du jetzt nicht aussehen? Ha! Ne, denn, ja, das kann man dann auch schon mal feststellen. Was ist das für ein Fahrzeug? Und der da drüben hat ja auch super geil abgesperrt. Ja. Wieder auf dem Bürgersteig. Vielleicht ist das so eine Geiselnahme und das ist so ein Spot-Fahrzeug oder so. In Weiß, ziemlich untypisch, oder? Nee, dahinter meine ich. Vielleicht ist das so ein Einsatzfahrzeug irgendwie. So, das meinst du? Ja, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall sehr wild aus. Ich hau jetzt dem DOJ in die Fresse. Ist hier ein Cop? Können wir ein Cop-Auto klauen? Können wir die mitnehmen? Not cross. Ey, hier ist überall abgesperrt. Ja, ja, da hinten auch überall, ey. Krass, Mann. Krasse Scheiße. Oh. Jetzt gibt's mehr. Weißt du noch damals, als wir. Ach nee, du warst da nicht dabei. Da bin ich ja, mit was? Dem Gray unterwegs gewesen im letzten Start. Da so. Waren wir ja gerade am Stadtpark irgendwie unterwegs. Die hatten auch ja. So einen Stadtpark und sind wir da lang gegangen und dann wurden wir erstmal abgeknallt. Oh ja. Naja, sicher da. Auch schön. Na ja, klar. Ja. Moin. Hallo? Hallo, Sir. Ja. Ah, okay. Guten Tag.
Wo gehören Sie denn dazu? Wir gehören zu dem Fahrzeug, was da vorne geparkt hat. Ja. Ja, aber ich glaube, es ist nicht so günstig, wenn Sie sich direkt hier hinstellen. Ach so. Es ist nicht, na gut, okay. Ja, dann stellen wir uns hinter die Barrikade. Ja, nein. Da auch nicht. Da auch nicht. Nein. Ja, also ich sag mal so, wenn da vorne nicht abgesperrt ist, dann fährt man da auch eben rein und parkt da. Ja, ich fahre ja auch gleich einfach durch, juckt mir ja auch nicht, aber pff, ich wollte es nur gesagt haben. Alles gut. Alles gut, danke dir. Ja, jo, danke. Ja. Naja, dann dürfen Sie die Straße da vorne nicht offen lassen, oder? Naja, eben, das ist ja noch nicht unser Problem. Nee. Also, ich kann doch jetzt keiner erzählen, dass wir da wegparken müssen. Naja, und vor allen Dingen, da dürfen sie nicht stehen. Ja, dann stellt doch eure Barrikaden da nicht so auf. Also, ja, dann müsst ihr die anders aufstellen, keine Ahnung. Richtig, schon mal was von Absperrung gehört, oder was? Was ist das denn hier für ein Kasperverein hier? Da steht ja nur Do Not Cross. Und das haben wir ja auch nicht. Naja, und wir sind da ja auch nicht direkt hingegangen, sondern wir haben uns auf dem... Also, unfassbar. Also, irgendwie... Einmal mit Profis. Macht dann gleich den Helden, weißt du? Ja, hier ist Superman. Na ja, klar. Weißt du, ich habe eine bunte Hose an. Naja, klar. Naja. Naja. Vor allen Dingen... Ach du Scheiße, was ist hier irgendwas ganz komisches. Also irgendwie... Also, ich will auch nichts sagen. Ich habe das Gefühl, wir werden gleich irgendwie hier zu Boden gerissen unter Umständen. Ich wollte nur mein Fahrzeug anmelden. Das ist ein Einsatz. Mir ist das doch scheißegal, ey. Das nenne ich Einsatzfahrzeug. Aber sowas von. Ja, aber auch drei oder so. Naja, klar. Ich würde sagen, für jeden ein. Und hier ist auch nicht abgesperrt. Hier, also. Warum steht hier ein Fahrzeug vor der Tür? Weiß ich nicht. Ich greife den ganzen Tag nicht. Oh, ist das nett. Ja, aber. Naja, klar. Aber es ist irgendwie so. Ja. So, macht der das jetzt? Ich weiß nicht. Glaube ich kaum. Oh, ich kann aber meine Stütze abholen. Hast du nicht überwiesen? Das musst du jedes Mal neu machen. Ach du Scheiße, da muss man also doch immer hergehen. Ja. Aber der sammelt das immer an, ne? Ja, genau. Naja. Okay, aufs Konto rauf. Wieder 298 piepen. So, aber hier ist doch nirgendwo was, womit man... Navent, können Sie hier... Oben rechts. Wir sind hier falsch. Oh. Wir müssen hier raus. Ich glaub, warum wir müssen denn? Hier raus. Schiff lassen umgehend. Naja, klar. Ja, wo ist er? Naja, dann lass mal. Wie geht's mir? Machen Sie den Haupteingang zu, bitte. Bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Ja. Anders will hier so ein da oben überall. Ist das hier ein News-Team? Ich weiß es nicht. Hast du die Stimme gehört? Nee. Ja, aber. Ich wollte doch nur ein Fahrzeug anmelden. Das ist so. Komm, vergiss. Vielleicht sollten wir doch irgendwo in der Straße weiterparken. irgendwo. Keine ich hab, Ahnung, ja, aber wenn wir jetzt einfach losfahren, dann denken die nachher, wir gehören dazu oder sonst wie. Und dann knallen wir uns. Komm, wir gehen zum PD. Naja, gut. Ja, stimmt, weil rückwärts fahren dürfen wir ja auch nicht. Nee. Und dann fahren wir da rein und dann. Oh, ich sehe das schon. API gerade eingereicht und schon erschossen. Verdammte Scheiße. Ohne was gemacht zu haben. Ohne wohlgemerkt. Ich höre schon wieder ein Fahrzeug. Ja, das ist hier. Das ist doch mein Auto. Der hat mein Auto geklaut. Guck mal, der hält an. Naja. Schwierig. Ja.
Oh, da steht ein Motorrad. Ja, ja. Der parkt aber auch nicht vorschriftlich. Oh, guck mal, was da steht. Bonzen halt, ne? Guck Oha. Mal, was da steht. Ja, ja, ich sehe schon. Nicht angemeldet. Nicht angemeldet. Oh, nice. Oh. Hörst du die? Ja, ich glaube, wir sollten hier weggehen. Ja. Also für zum LPD-Raum ist das abgeschlossen. Gut, dann fahren wir runter zum Hafen. Wieder kommt das U-Boot-Gebäude. Die wollen runter zum Hafen, irgendein Gebäude durchsuchen. Okay. Ist das jetzt sehr auffällig, wenn wir zum Hafen fahren? Ich glaube schon. Ja, sie schon wieder. Wir sind hier rein zufällig. Aber wenn die wegfahren, dann können wir doch reingehen, oder nicht? Ja, eigentlich schon, ne? Ja, warum machen die so einen Aufriss und warum ist dann nur auf dieser Seite gesperrt? Also, das macht so gar keinen Sinn. Ja, und warum sperrt man das Gebäude? Also. Ja. Und dann stelle ich doch nicht nur ein Auto davor ab, sondern stelle ich doch mindestens einen Mann dahin, einen Posten. Na, vielleicht sind die alle im Urlaub. Oh ja. Komm, wir stellen uns ins Auto. Beziehungsweise, du kannst ja sonst auch los. Ja, eben. Da rennen Leute. Ja. Okay, jeder schnappt sich ein Auto oder was wird das? Ich habe keine Ahnung. Da rennen jetzt noch mehr Leute. Und jetzt fällt das Einsatzfahrzeug los. Oder? Ja, ja, siehst du? Scheißen Dreck. Ey, nicht, dass sie meinen Chef mitgenommen haben. Also meinen zukünftigen. Da hinten geht einer. Kennst du den schon, deinen zukünftigen? Weiß ich nicht, aber ist das nicht Danny sein da, ne? Sam. Nein. Ich glaube, der räumt die Barken wieder ein oder so. Sehr eigenartig hier. Sehr eigenartig. Ja. Er hat bestimmt danach gefragt, wo er seinen Wagen anmelden kann. Hier, Kolonnenfahrt. Was ist der Truck da in der Mitte? Was ist das? Der Truck in der Mitte war ein... Achso, hier, der hier. Ja, ja, der weiße da. Der mit der Satellitenschüssel oben drauf. Keine Ahnung. Scheiße, jetzt Popcorn, ey. Echt? Jetzt Popcorn nochmal jemand? Verlassen Sie sofort das Gebäude. Vor allen Dingen, warum hat er mich nicht gefragt? Ich kann das viel besser. Naja, klar. Naja. Nicht wahr? Ja. So eilig scheint das ja dann doch nicht zu sein. Nicht. Ne? Wenn man da jetzt so steht, so halt einfach so, oh, ja. Naja, auf jeden Fall brauchen sie das Gebäude am Hafen nicht mehr durchsuchen. Nö. Da ist schon alles weggeräumt. Da haben wir schon alles jetzt weggeräumt. Ey, das hast du nicht laut gesagt, ne? Nicht, dass sie jetzt zu uns kommen. Ich sag das doch nicht laut. Glaube ich nicht.